Hallo liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zu einem weiteren offenen Kaffee, auch wenn das Wasser ist, weil draußen hat es glaube ich gefühlt 40 Grad, keine Ahnung, hier drin geht es halbwegs, aber Wasser ist heute angesagt. Heute wollte ich das mal ganz gechillt machen, weil ich komme gerade aus dem Urlaub zurück, also nicht wenn ihr dieses Video seht, weil ich habe es ja schon erzählt, ich drehe einiges vor, aber ich bin vor knapp 3 Wochen. Also ist jetzt 3 Wochen her, wenn ihr das seht, das ist auch wurscht. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück und es ist tatsächlich nicht so viel passiert. Aber dieser Urlaub hat mir unglaublich gut getan. Ich gehe da einfach sehr, sehr gerne mit einem guten Kumpel von mir in die Berge und habe mein Handy komplett weg und hab gar nichts und keine Musik und null, sondern einfach nur Berge und Füße, die wehtun und großartige Touren und Hüttenabende mit lustigen Leuten und so ein Zeug weit ab von der Welt. Das ist ein großartiger Urlaub für mich, weil ja, es ist einfach, für mich ist das die beste Art zu entspannen. So auch dieses gezwungene Handy austut man ganz gut. Ja, worüber wollte ich quatschen? Eigentlich gar nichts wirklich Dramatisches, aber ich habe festgestellt, dass dieses Jahr bei mir quasi schon durchgeplant und vorbei ist. Und ich finde sehr, sehr spannend, was da kommt. Und das würde ich gerne mit euch teilen, was so passiert, was ich noch so mache dieses Jahr. Und werde euch da auch über das ein oder andere Projekt noch berichten. Zum einen freue ich mich sehr, sehr drauf, noch eine lustige EP zu Songwriting, Arranging, Recording. Das wird eine coole Zeit. Da werde ich auch auf meinem Patreon-Account, denke ich, ein Video dazu machen, weil es special ist. Ich werde nämlich das Studio von Regie auf Aufnahmeraum komplett in den Aufnahmeraum bauen, dass wir komplett dort sind, ich nicht die ganze Zeit hier hin und her rennen muss, sondern alles da ist mit dann Preamps und Schieß mich tot. Und da machen wir dann an 4 Tagen eine schöne EP. Mehr will ich dazu noch nicht verraten, weil das ist noch nicht so ganz offiziell. Und ja, das wird einfach ein sehr, sehr cooles Setup, auf das ich mich auch freue. Und denke ich, eine sehr, sehr coole Art zu arbeiten, weil es einfach mal anders ist. Normalerweise immer halt Leute hier und dann sitzt einer da und drückt aufs Knöpfchen. Und weil wir eben nur zu zweit sind, Philipp ist in den Tagen im Urlaub, mache ich das dann alles in den schnelleren Zugriff und eben dann da drüben. Ohne Pult, aber dafür mit viel Rechenpower und Zeugs da drüben. Genau, dann werden wir dieses Jahr, denke ich, auch noch die Platte von Emsfeuer fertig kriegen, wobei ich schon mitgekriegt habe, dass die erst nächstes Jahr rauskommt. Aber auch da freue ich mich sehr auf den Mixdown, weil es eine sehr, sehr coole Musik ist, die mir sehr viel Spaß macht. Ich durfte da ja auch noch die Keys für einspielen und ja, einfach eine sehr, sehr coole Nummer. Was mir auch noch sehr viel Spaß machen wird dieses Jahr, ist für Unique ein Live-Intro machen zu dürfen. Es war mir eine große Freude, wie sie mich gefragt haben, ob ich denen da was machen könnte. Und das mache ich sehr, sehr gerne, so Zeug. Und freue mich drauf. Ich habe mir da schon extra Zeit für genommen, wenn ich mich mal darum kümmere und werde mich dann hier ein bisschen einsperren und ein bisschen Zeug basteln. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Also doch, eine Richtung habe ich so ein bisschen bekommen, aber ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich das angehen soll. Ja, und freue mich auch sehr, dass sie mich gefragt haben, ob ich bei ihnen bei ein paar Konzerten Keys spiele. Da freue ich mich sehr drauf, schon ein cooles Setup mir ausgedacht. Das muss ich mal noch so ein bisschen ausprobieren, ob das alles so handelbar ist. Und freue mich einfach, mich mit den Jungs im Proberaum zu verdünnisieren und da ein bisschen mal rumzubasteln. Weil es sind ja dann nicht nur die Songs, die sie hier bei uns aufgenommen haben, sondern auch noch ein bisschen mehr, wo ich auch noch kreativ sein darf. Wird cool, wird wirklich cool, freue ich mich sehr drauf. Zu dem Ganzen darf ich dann nochmal kreativ sein. Dieses Jahr, es endet irgendwie sehr, sehr kreativ. Nämlich, wer es nicht weiß, ich arbeite für eine GEMA-freie Musik-Internetseite. Mit denen arbeite ich zusammen, lade da ab und an mal Songs hoch, die mir gerade so einfallen. Und da wollte ich mich in nächster Zeit auch einfach nochmal etwas verstärkt drum kümmern, dass da noch ein paar coole Songs kommen. Also es ist ganz spaßig, weil da gibt es dann Sachen, die, also ich erfahre ja dann immer, wo das Zeug gekauft wurde und da bin ich in irgendwelchen Warteschleifen, ist Musik von mir und in irgendwelchen Imagefilmen ist auch schon Musik von mir und so ein Zeug. Ja, das ist ganz lustig.
Aber ja, genau, da werde ich mich einfach auch noch die Tage drum kümmern. Dann hatten wir ja vor einer ganzen Weile Ben Hermanski da, den dürfen wir dann auch noch mischen. Und Ende des Jahres habe ich dann auch noch eine Mucke in Überlingen in meiner Heimatstadt. Da darf ich dann auch noch ein bisschen bassen. Ich darf in 14 Tagen von jetzt, also sprich gestern für euch, eine Hochzeit begleitet haben, tontechnisch und als DJ. Das wird auch lustig. Ist auch mal so eine Sache, die mache ich sonst nicht. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Nee, das zweite Mal, dass ich auf einer Hochzeit auflege. Es ist nicht das allererste Mal, dass ich Musik auflege, aber das zweite Mal auf einer Hochzeit. Sehr unübliche Anfragen, aber ich mache das unglaublich gerne und freue mich auf einen langen, langen Tag. Das ist so das einzig Schlimme, der einzige Horror. Ich glaube, um 10 Uhr morgens ist die erste Probe, weil ich auch noch bei dem Gottesdienst Orgel und Klavier spiele. Und ja, 10 Uhr morgens ist die erste Probe und ich glaube, um 2 ist dann die Trauung und die Party ist dann halt einfach Open End. Das heißt, ich bin von 10 Uhr morgens bis Open End irgendwie auf den Beinen. Da wird sehr viel Kaffee in meinen Körper fließen, aber ich werde das schon hinkriegen. Wird spaßig, genau. Und die Woche drauf, also für euch genau nächste Woche, bin ich auch noch in Bamberg bei meinem lieben, lieben Stammkunden Oliver Derks. Und was ich bei dem mache, das wird es auch noch in einem Video verwurstelt geben. Bei ihm nehme ich nämlich Klavier auf, seinen schönen Flügel. Und dann mache ich mal mindestens ein paar Fotos, wenn nicht sogar ein kurzes Video. Muss ich mal gucken, was er mich machen lässt. Und genau, dann kriegt ihr da auch noch was zu sehen. Ja, und zu dem Ganzen dazu kriege ich ja, wie ich im letzten Video erzählt habe, werde ich auch noch Vater in nächster Zeit und wir ziehen auch noch um. Das heißt, mein Kalender ist ordentlich, ordentlich voll, aber ich finde es großartig, weil so macht mir das Ganze unglaublich Spaß. Ihr seht, ich mache unglaublich viel Verschiedenes auch noch und das ist das, was ich halt eben so geil finde. Dieses vieles komplett unterschiedlichste Musikrichtung. Ein bisschen was hier, ein bisschen was da, dann auch noch eine Mucke, dann noch eben diese Tontechnik. Großartig. Schön, großartig. Ist einfach nur geil. Macht mir unglaublich Spaß und ich freue mich auf alles, was da kommt. Und ja, dieser Channel geht ja dann ganz nebenbei auch noch ein bisschen weiter und ja, wird alles geil. Ich sag vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Channel supportet, dass ihr mich supportet und mir damit einfach auch die Möglichkeit gebt, diesen ganzen Scheiß zu machen, den ich da den ganzen lieben langen Tag mache. Und es macht mir große Freude, auch euch einfach aus diesen Sachen raus meine Erfahrungen zu erzählen, weil das ist es ja. Ich mache diese Sachen, lerne irgendwas dabei und zack, schreibe ich in meine Liste das nächste Video, was ich genau darüber drehe und das damit euch dann mitteilen darf. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Gerne einen Daumen nach oben, gerne auf Abonnieren klicken, wenn euch mein Channel gefällt. Da gibt es ganz, ganz viele Videos mittlerweile zu x verschiedenen Themen und die werden noch alle wachsen. Es wird neue Serien noch geben, die ich noch geplant habe dieses Jahr und ein paar werden weitergeführt und so weiter und so weiter. Ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ös, ciao mit Au, tschö mit Ö, was auch immer. Ich habe die Reihenfolge vergessen. Tschaußen!